Wieso hast du dieses Video hier angeklickt? Klickst du generell jedes Video von mir an oder hat dich das Thema besonders interessiert? Ja, aus Gründen. Worauf ich hinaus will, du musstest das Video aus irgendeinem Grund anklicken wollen. Hättest du unter genau den gleichen Bedingungen, die vor einigen Sekunden geherrscht haben, auch etwas anderes wollen können? Natürlich nicht. Okay, du könntest jetzt sagen, dass du auch etwas anderes anklicken hättest können. Zum Beispiel, um dir zu beweisen, dass du in deinem Willen frei bist. Aber dann ist dein Wille wiederum, deine Willensfreiheit zu beweisen. In deinem Handeln bist du frei, du kannst tun, was du willst. Aber du bist niemals in deinem Willen frei. So stellte auch Schopenhauer fest, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und genau deshalb fällt es mir schwer, die Diskussion um den freien Willen zu verstehen. Determinismus nennt sich die Idee, dass alles vorherbestimmt ist. Alle Ereignisse sind durch die Vorbedingungen eindeutig festgelegt. Ein klassisches Beispiel, um diese Determiniertheit deutlich zu machen, ist das Gedankenexperiment des Laplace'schen Dämons. Stell dir vor, es wäre möglich, sämtliche Naturgesetze sowie auch die Lage, Position und Geschwindigkeit aller Teilchen des gesamten Universums zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Wäre es dann möglich, daraus jeden vergangenen und zukünftigen Zustand zu berechnen? Falls dem so wäre, dann wäre dort nirgendwo Platz für einen freien Willen. Oder etwa doch? Auch dazu gibt es eine philosophische Position, den sogenannten Kompatibilismus. David Hume als ein Vertreter dieser Ansicht beschreibt es zum Beispiel so: Freier Wille bedeutet nicht die Fähigkeit, unter exakt gleichen inneren und äußeren Bedingungen jeweils eine andere Entscheidung treffen zu können. Er interpretiert freien Willen als die hypothetische Fähigkeit, eine andere Entscheidung treffen zu können, wenn der Mensch psychologisch durch andere Wünsche oder Überzeugungen anders disponiert gewesen wäre. Okay, nochmal langsam. Drücken wir es mal einfacher aus. Ein anderer Mensch würde unter gleichen äußeren Bedingungen anders handeln. Da muss ich aber ganz dringend einfach los. Irgendwie keine sonderlich ungewöhnliche Erkenntnis. Ist das Problem des freien Willens also nur ein Begriffsproblem? Auch Hume sagte ganz klar, dass eine Handlung ohne Ursache und Notwendigkeit nicht existiere. Eine freiheitliche Handlung beschreibt er so, dass diese durch interne Ursachen und nicht durch externe verursacht ist. Wenn man freier Wille interpretiert als die Fähigkeit, anders zu handeln, als man es tut, klar, dann kann man durchaus davon sprechen, dass es einen freien Willen gibt. Na klar, wäre ich fähig, zuerst die Milch und dann die Cornflakes in die Schüssel zu machen. Und ich würde es tun, wenn ich ein Psychopath wäre. Als gesunder Mensch würde mir so etwas aber gar nicht in den Sinn kommen. Ich will das nicht tun. Und auf diesen Willen habe ich keinen Einfluss. Aber in diesem Fall muss ich sagen, dass ich mich sehr über diesen Willen freue. Danke Gehirn oder Universum, was auch immer. Natürlich kann man auch hier wiederum sagen, dass man zum Beweis seiner Willensfreiheit zuerst die Milch in die Schüssel macht. Also um Gottes Willen tut das niemals, aber auch hier tritt selbstverständlich dieselbe Argumentation wie am Anfang auf bei der Frage, warum du dieses Video hier angeklickt hast. Du müsstest dich fragen: Wieso ist der Wunsch, deinen freien Willen zu beweisen, größer als der Wunsch, wie ein normaler Mensch zuerst Cornflakes und dann die Milch in die Schüssel zu machen? Es ist einfach so. Der Wille ist da, ohne dein Zutun. Denke mal an etwas, das du willst. Kannst du es nicht mehr wollen? Oder denke an etwas, das du nicht willst und versuche es zu wollen. Es ist nicht möglich. Und selbst wenn du es zum Beispiel über einen gewissen Zeitraum schaffen würdest, diesen Willen umzuprogrammieren, dann musst du das auch erst einmal wollen. Du musst wollen, es zu wollen oder nicht zu wollen. Man kann bei diesem Thema auch neurowissenschaftlich argumentieren. In Experimenten fand man zum Beispiel heraus, dass eine Entscheidung im Gehirn schon getroffen wird, bevor sie uns bewusst wird. Theoretisch gibt es aber noch die Möglichkeit, diese unbewusst getroffene Entscheidung abbrechen zu können. Allerdings kann das Abbrechen einer getroffenen Entscheidung ebenfalls auf neuronale Aktivität zurückgeführt werden. Im Endeffekt hilft uns das bei der Frage also nicht wirklich weiter. Und aus meiner Sicht braucht es auch keine neurowissenschaftliche Argumentation. Denn es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder alles ist determiniert oder es gibt irgendwo ein Zufallselement, zum Beispiel auf Quantenebene. Durch das Zufallselement ist aber auch nichts für den freien Willen gewonnen.
Und übrigens müssen diese Vorgänge, ob nun mit oder ohne Zufallselement, nicht zwangsläufig nur auf der Ebene der uns bekannten Materie stattfinden. Auch wenn man eine andere Daseinsebene, sowas wie eine Seele, mit einbezieht, muss auch diese geistige Welt, wenn man sie so nennen möchte, bestimmten Gesetzen unterliegen. Wenn sie das nicht tut, dann ist es einfach Chaos, also Zufall. Auch da bleibt die Frage, wo ist da Platz für einen freien Willen? Manch einer definiert freien Willen ganz einfach als, ich kann tun, was immer ich will. Aber drücken wir es einmal ein wenig anders aus, um mal klarzustellen, was das eigentlich bedeutet. Ich kann nur das tun, was ich will. Außer natürlich, ich werde zu etwas gezwungen, aber das entspricht natürlich noch weniger der Definition eines freien Willens. Und wie bereits hergeleitet, ist das, was ich will, nicht frei. Der Punkt ist, dass das metaphysische Konzept von Willensfreiheit eben einfach keine Bedeutung hat. Wir sind frei in unserem Handeln und, wie David Hume es sagt, können je nach Situation auch frei von äußeren Faktoren entscheiden. Aber unsere internen Faktoren, unser Wille, ist determiniert. Gedanken und Entscheidungen entstehen aus dem jeweiligen Zustand des Universums heraus, wovon dein Gehirn ein Teil ist und deine Seele, falls so etwas existiert, zusammen mit allen gegebenen Einflüssen, ob nun zufällig oder nicht. Deine Gedanken, Intentionen und Entscheidungen sind Teil dieses zusammenhängenden Wirkungsspiels. Nicht nur dein Wille ist einfach und damit dein Handeln. Das Universum ist einfach. Alles ist einfach. So war es immer, so wird es immer sein. Wie sich die Atome bzw. Energie nun verteilt, eventuell Zellhaufen bildet, daraus ein biologisches Wesen entsteht, was der Meinung ist, unabhängig von diesem Sein zu sein, spielt keine Rolle. Alles ist einfach. Ich glaube nicht an die Freiheit des Willens. Schopenhauers Wort, der Mensch kann wohl tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will, begleitet mich in allen Lebenslagen und versöhnt mich mit den Handlungen der Menschen, auch wenn sie mir recht schmerzlich sind. Diese Erkenntnis von der Unfreiheit des Willens schützt mich davor, mich selbst und die Mitmenschen als handelnde und urteilende Individuen allzu ernst zu nehmen und den guten Humor zu verlieren.